Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Maximilian Matera ist in Buenos Aires ausgeschieden. Urheberrecht Getty Images. Maximilian Matera muss sich in Buenos Aires dem an Nummer 1 gesetzten Dominic Thiem geschlagen geben. Zuvor hatte er noch einen Lokalmatadoren bezwungen. Maximilian Matera ist beim ATP-Turnier in Buenos Aires ausgeschieden. Der Weltranglisten 98. verlor sein Achtelfinalmatch gegen den an Nummer 1 gesetzten Österreicher Dominic Thiem 4:6, 4:6, mit dem Sport 1 Messenger. Keine News mehr verpassen, hier anmelden. Anzeige in der ersten Runde hatte der 23-Jährige, der beim mit $673.135 dotierten Sandplatzturnier in der argentinischen Hauptstadt der einzige deutsche Vertreter war, Lokalmatador Fethi Undobaknes geschlagen.